Und ihr glaubt wirklich, ein Theaterstück könnte ein Dorf retten, ja? Glaubt ihr das wirklich? Ja. Ja, warum nicht? Deshalb ist es wichtig, dass Altstrukturen aufgebrochen werden und dass immer wieder neue Konzepte verhandelt werden, damit eine Gruppe in sich geschlossen stark und erfolgreich sein kann. Wer sind wir? Das Dorf. Du musst das Paradies verlassen. Ich sorge mich so ein bisschen im Dorf. Hoffentlich kommen genügend junge Leute nach. Hm. Jetzt sind ja, die wirklich richtig aktiv sind. Hm. Das ist ein älterer Stamm so, ne? Hallo, ich bin Saskia und ich gehöre zur freien Künstlergruppe Theatrale Angelegenheiten. Im Moment haben wir das Village Art Project Wartenburg und wir befinden uns gerade in der Phase 1, würde ich sagen, in der wir Wartenburg, das Dorf, kennenlernen. Wir sind jetzt hier in Wartenburg. Los! Das Institut für Theatrale Angelegenheiten, die machen ein Kunstprojekt mit der Gemeinde und dem Dorf Wartenburg. Wenn die zu Ihnen an den Tischen kommen, wissen Sie natürlich, wir sind toll hier, wir leben unsere Heimat, wir lieben unsere Heimat, aber das brauche ich Ihnen nicht erzählen, weil man sieht, wie toll wir unterwegs sind. Und die Künstler werden das zukünftig in einem großen Projekt umsetzen. Davon werden Sie demnächst auch noch in der Zeitung lesen. Herzliche Einladung dazu, wenn sie dann auch aufgeführt wird. Wir haben geschrieben im Projektantrag, Wartenburg rettet das Dorf und wir hoffen, dass dieses Dorf irgendwie nicht völlig einschläft, weil viele Dörfer sind davon ernsthaft bedroht. Jeder ist ein Künstler und eigentlich geht es um dieses soziale Kunstwerk, in einem Dorf was zusammenzumachen, Leute einzuladen, das Dorf zu öffnen. Also es war nicht mein Ziel, aufs Dorf und auch nicht nach Wartenburg zu ziehen. Es war die Liebe. Ich habe es nicht bereut. Ich habe es nicht bereut. Und inzwischen 6 Enkelkinder. Oh, ja. Ich fühle mich noch als rustiger Rentner und suche einen Job bei euch. Nach der Wende hatten wir die Chance, den landwirtschaftlichen Betrieb unserer Eltern wieder aufzubauen. Wir waren jung genug. Gleich von unserem ersten Westjahr haben wir uns ein Auto gekauft und Kühe. Aber die letzten Jahre sind sehr schwierig geworden. Die Landwirtschaft ist nicht mehr so angesehen. Die Unzufriedenheit wächst natürlich, auch jetzt gerade in dieser Dürresituation. Ständig hier die Sirene und ständig ist die Angst. Auch bei uns selbst hat es schon gebrannt an die Bäuden von uns und an unseren Flächen von uns. Aber auch in diesem Jahr im Wald ständig diese Brände und die Nachsorge hinterher, das schlaucht schon ganz schön. Ja. Sparschwende. Geil! Oh. Ich gebe ein Bild hier. Jawohl. Oh je. Geht das Bild schnell. Das ist unsere Herberge. Da schläft Mareike und da schlaf ich. Da ging der Zettel rum vom Theater von euch. Ja. Sollten wir alle durchlesen. Und es wäre auch schön, wenn ab und zu jemanden aufnehme. Mhm. Denn man könnte das ja nicht erwarten, wenn ihr kommt und hier auch arbeitet und ihr wollt was für uns tun, dass ihr in irgendein... auch die Pensionen sind nicht billig in Wartenburg. Ich finde es ein Jammer, wenn ich die Schule sehe. Ja. Das war so eine schöne Schule.
Und dann kam da so ein Herr aus Hamburg, kaufen, hat es gekauft. Ja. Er war aber kurzer Zeit danach im Gefängnis. Der hat irgendwelche Finanzsachen, so schiefe Sachen gemacht. Ne? Mhm. Und da hätte ich gedacht, oh, so ein Altenheim, was nicht so super teuer ist, was man bezahlen kann, das hätte ich toll gefunden hier. Ja. Ja, und so war das aber geplant. Und dass das denn so schnell den Bach runtergegangen ist. Gibt es was, was Sie sich wünschen würden für diesen Ort? Dass ein Bus fährt, dass Busse fahren. Das hängt nämlich auch mit den Kunden ab. Viele Kunden aus den Nachbarorten sind mir da auch schon weggeblieben, weil die Busse nutzen. Dass das Gebäude hier immer noch erhalten bleibt, dass ich auch meinen Arbeitsplatz behalte hier. Aber wenn man hier auf Arbeitssuche ist zum Beispiel, dann sieht es hier wirklich ein bisschen eng aus, ne? Hallo. Nicht, dass er denkt, es gibt bei uns noch alte Leute. Ich habe hier mal noch was Junges mitgebracht. Super. Grüße dich, hallo. Worauf wartet das Dorf? Auf Wasser? Ja, auf Wasser. Wir sind... Okay. Ja, unsere Schule, ja. Okay. Fehlende Jobs. Was, wohin? In die... Wo das? Wir waren schon letztes Jahr in Wartenburg. Richtig. Haben dort eine Woche lang alle Geschichten aus dem Dorf aufgesogen. Was interessiert euch an diesem Thema, an diesem Projekt? Mobiles Internet, Problem. Bargeldlose Bezahlung, Tradition und Bräuche, Dorf gelebter Gestalten durch Kino, Einkaufszentren etc. Jeder kennt jeden praktisch oder problematisch und Nachhaltigkeit und globales Bewusstsein. Geht das Dorf unter? Was heißt denn das wiederum? Und wie rettet man ein Dorf? Und wer? Und was? Und welche Wege gibt es da? Wartenburg habe ich nicht satt. Kann man gar nicht. Ich möchte selbstständig mein Leben bewältigen, solange ich das kann. Und das kann ich mit der Fülle, was hier anliegt, das kann ich nicht. Ja, es ist Lavendel abzuschneiden, es ist immer unablässig, habe ich auf diesem Grundstück Arbeit. Und die will ich abschaffen. Ich wohne ja dann in einem Ort, wo halbstündlich ein Bus nach Wittenberg fährt, wo ich einen kurzen Weg habe. Ich möchte einfach noch was von meinem Leben haben, ich möchte Kultur haben. Und das ist in Wartenburg schwer. Dann lass uns immer was stehen, weil das so schön ist. Eine kleine Insel. Wir haben hier eine Woche mit der Dorfbevölkerung zusammengearbeitet. Und es waren bestimmt 40 Leute da. Und was halt wirklich total toll ist, ist, dass einfach hier dieser große Kuhstall zur Verfügung gestellt wurde. Die Glockenblume ist für mich einfach schon eine ganz zarte Pflanze, die aber in der Romantik ja, es war ja die blaue Blume, nach der alle gesucht haben. Und für mich steht sie so für einen Neubeginn, für was Zartes. Was aber gar nicht so leicht auszureißen ist, weil sie 1,20 Meter lange Wurzeln hat. Denk an Bewohner veraltet und gefiesert. Genau, richtig. Vielleicht besser, es gelang uns nicht, ihn zu ermitteln? Nee, also, aber so wie identifizieren, so wie ein Tumor, weißt du? Lesen wir einfach mal das zweite zusammen, ne? Also Verbindungen okay. Zu ziehen. Ich bin A, oder was? Ja, okay. Bist du mal A. Spannt eine Schnur. A spannt eine Schnur. Habt ihr eine Schnur? Nö, stell dir mal eine vor. Okay, na gut. Spanne eine Schnur. Gut. Und jetzt sage ich aber was, ja? Dabei, wenn er die Schnur spannt, dann versucht er eine Verbindung zu ziehen. Ach so. Ich schneide einen Filmworkshop mit Kindern aus dem Heim. Die ja oben im Schloss ist ein Kinderheim. Und zu denen haben wir Kontakt geschlossen. Genau, und da waren wir 4 Tage.
Was ist denn los? Es ist wegen unserer Tochter, die knutscht immer mit so einem ollen Bauer im Dorf rum. Was? Also hat Spaß gemacht, die waren schon sehr motiviert. Es ging natürlich drunter und drüber. Sie haben so ihre eigene Geschichte sich erdacht. Wir haben bisher sehr, sehr viel szenisches Material angehäuft, Recherche begangen und viel herausgefunden, viel Information. Jetzt müssen wir das irgendwie in eine Form gießen, wir müssen es erzählbar machen. Wir brauchen also eine Struktur, letztlich eine Dramaturgie. Ich mache einfach mal eine Bedienungsanweisung, damit du das hinkriegst und damit alle anderen Männer das auch hinkriegen. Die Klappe, die müsst ihr sanft öffnen. Dabei müsst ihr aber auch darauf achten, dass die Spülmaschine schon ausgeschaltet ist, weil sonst auch Wasser rauslaufen kann. Du bist eine Fotze, weißt du das? Die ganze Jura-Scheiße, ich muss ja schon. Fotze, hier noch beide Ego nochmal. Ich will, lass mich los! Oh! Das war jetzt eine vorbereitete Impro, die wir jetzt so von außen über euch rübergestülpt haben. Das ist immer schwer. Ich fand die Spülmaschinenanleitung total geil. Die ist total bekloppt. Finde ich gut, wenn da einer mal so richtig auf die Fresse haut. Er geht dazwischen, kriegt auf die Nase, blutet der Coach. Hier geht nichts mehr. Ich kann ja auch Achtelkreise machen. Genau. Wenn man die Füße nicht mehr sieht. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man die Räder unten noch sieht. Auf Hälfte Rad, weißt du? Also dann muss er ja eigentlich länger sein als die. Die Idee ist, dass diese weiße Frau, was ja so eine Wartenburger Sahngestalt ist, die wir gerne im Stück vorkommen lassen würden, dass diese auch von der Fortbewegungsart sozusagen sowas ein bisschen spooky, also ein bisschen Geisterhaftes hat. Zum Beispiel, das wird ein Überzug für eine Lampe, die Teil einer Installation ist, in einem Spielort. Das erste Wort ist Schauder. Jetzt suchen wir mal das richtige Schauder. Ich will es nur einmal haben eigentlich. Und das ist schon so ein bisschen wollüstig, Spannung. Eins, zwei, drei. Schauder. Schauder. Ich lehne aber nochmal und dann machen wir weiter. Schauder. Ja, das finde ich gut. Das können wir noch machen. Habt ihr denn die Standorte alle gefunden, wo sie hin sollen? Noch nicht. Noch nicht? Also gut auf die Weg. Alles klar, es hat euch viel Spaß beim Suchen. Wir werkeln hier heute ein bisschen, damit sich unsere Gäste wohlfühlen im Dorf, wenn sie uns zum Theaterprojekt besuchen, die Auswärtigen. Und auch wir. Uns gefällt es ja auch, wenn es schön ist. Wir wollen es auch schön haben. Ne? Ja. Die Erwartung ist, dass wir jetzt heute einen schönen Abend haben werden. Wir wissen nicht genau, was kommt. Wir lassen uns überraschen. Wir haben getan, was wir konnten. Wir sind vorbereitet, jetzt haben wir Zeit. Die Zeit will nicht vorbeigehen. Zwei Wege und beide führen ins Nichts, ne? Schon erstaunlich, wie viel Interesse das Dorf hier erweckt, trotz Thema Landflucht. Wir wollen Anerkennung. Und daher möchte ich ab nun jeden Dienstag einen Geschirrspülmaschinenkurs für Männer anbieten. Rita! 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 Ruf den Arzt! Lass ihn! Nee, ran! Alle lassen! Wir haben geheiratet.
geheiratet. Ach, das ist ja toll! Ja! Des Teufels! Gold. 3H. Komm unter meinen Rock! Ah, oh. Du hast mir 3 Haare ausgerissen! Wollen uns platt machen! Die zweite Leiche! Weg! Die wieder in der Leiche! Weg! Sehr gut, sehr gut. Und die häufige Rundfunkwerbung heute oder fand ich toll, dass immer wieder auf Wartenburg aufmerksam gemacht wurde. Du musst das Parallel.